Mahlzeit Leute, hier ist wieder Chom. Wir haben ein neues Event am Start, das läuft schon ein paar Tage eigentlich, wie man sieht, läuft es nur einen Tag und 7 Stunden. For the Love of Money, das ist also das Valentinstag-Event. Ich gehe mal rein, es ist ein bisschen schwierig, es ist knifflig, ja. Ich habe das hier noch nicht benutzt, das ist also mein Mieter-Urlaub oder Lauf-Mieter, so kenne ich das eher. Das ist dafür da, ja, ich klicke da jetzt einfach mal auf, ja, ich glaube 9-fach, also ich krieg 9 mehr, oder das 9-fache von meinen eigentlichen Gewinnen jetzt, ich warte hier, bis das kurz vor Ende ist, weil es läuft nur 4-5 Sekunden ungefähr durch und dann hat man nicht allzu viel Zeit jetzt hier zur Kohle zu kommen, so jetzt bin ich noch drauf. Und upp, schon ist es wieder abgelaufen, 9-fach, ja genau, so sieht's aus. Ich habe noch nicht genug Investoren, ich habe einmal zurückgesetzt hier, wie man sieht, 24 Engel habe ich dazu bekommen und es dauert wirklich extrem lange, gerade hier unten. Das ist schweineteuer, also wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich hier alle Unlocks noch bekommen werde, es sieht nicht danach aus. Also alle, ja Unlocks, naja, du weißt schon, wie heißt denn das? Mein Gott, Erfolge! Ich weiß nicht, ob ich alle Erfolge noch bekommen werde in der kurzen Zeit, weil es dauert wirklich ultra brutal lange. Und wie man sieht hier, wie gesagt, ich habe nur 2 Engel, es dauert wirklich ewig und ich weiß nicht, ob ich noch genug zusammenbekommen werde, sodass der Profit hier auch mal extrem steigt. Ich kann keine Upgrades kaufen gerade, ich habe jetzt erst ein bisschen Kohle verballert. Ich weiß nicht, das ist im Moment das für mich uninteressanteste Event beim Event davor, das war das New Year Resolution Event. Da habe ich tatsächlich alle Erfolge bekommen. Also bis zum Schluss 9 Stück waren es, glaube ich, und die habe ich alle erreicht. Da ging es auch relativ schnell eigentlich, finde ich, im Vergleich zu hier jetzt. Aber ich habe auch erst vorgestern oder gestern angefangen, ich weiß gar nicht mehr. Also ich bin ein bisschen verspätet reingestiegen hier. Ansonsten kann ich nicht allzu viel dazu sagen, außer dass die Mucke relativ witzig ist. Die ist schon recht unterhaltsam. Ja, ich könnte jetzt hier, gucken wir mal, was wir auf Maximum kaufen könnten. 3 hiervon. Ja, ich brauche mindestens alles auf 30. Um hier weitere Multiplikatoren freizuschalten. Das ist also ein bisschen blöd. Hier brauchen wir auch mal. Hier muss ich auf 1100 kommen und hier unten auch noch. Also es ist wirklich unheimlich viel. Das ist mit das langsamste Event hier überhaupt. Wahrscheinlich hätte ich da wirklich ein paar Tage früher anfangen können, sollen. Und das finde ich ganz witzig. I hate you. Und dann bricht irgendwann das Herz auseinander. Genau jetzt. So sieht das aus. Ja, gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Ehrlich gesagt dazu. Ich habe ein paar diese Geldscheine bekommen. Gold hatte ich einmal ausgegeben, da hatte ich 10 Stück von, habe ich einmal ausgegeben, um einen Tag allerdings war es nicht bei diesem Event, um einen Tag meinen Profit zu erhöhen, also innerhalb von, ne, sofort. Ich hatte den Profit von einem Tag dazu. Gut, dann gucken wir mal, wie es auf der Erde aussieht. Ah, 35 Minuten war ich offline. Hier gibt es Upgrades. Das schön ist das. So, wie könnte ich meine Investoren. Die habe ich gestern erst zurückgesetzt, könnte ich jetzt wieder machen, mache ich auch. Hier geht es natürlich alles weitaus schneller. Ich kaufe mir gleich die ganzen Upgrades. Zap, zap, zap. So, diese einzelnen Donut-Shop-Dinger kaufe ich mir nicht. Hier, ich kaufe nur die Sachen mit Profiterhöhung. 1 Trillion. So, das kaufe ich alles durch hier. Zap, 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 zap. Sextillion kaufe ich auch. So. Und jetzt kaufe ich gleich das Ganze mal auf Maximum. Noch einmal rein, noch einmal. Ich kaufe den Manager dazu. So, zack, zack, zack. Ich kaufe jetzt die Manager. Denn wir wollen ja die Kohle haben. So schnell wie möglich. Und habe natürlich auch mal versucht, die Unlocks zu erreichen, sodass die Profitsteigerung höher ist oder die Geschwindigkeit der Profitsteigerung. So, wir kaufen jetzt noch ein paar dazu. Alle Profite, das muss man natürlich darauf achten, ne? Dass alles in einer Reihenfolge mehr oder weniger ist. So, jetzt wird es natürlich noch weitergehen. Jetzt kaufe ich aber die Upgrades, ich habe noch gar keine gekauft. Da kann ich aber durchklicken hier wie ein Wahnsinniger. Und das auch noch und zack, zapp, ab hier und weiter geht's. Ich kann wie blöd darauf klicken, weil einfach die Kohle so schnell reinflattert. Ja, das ist natürlich was anderes hier als bei diesem Event gerade. So, könnte ich hier erhöhen, hier wird es auch erhöht. Und hier, so jetzt bin ich mehr oder weniger an einer Reihenfolge, ja schon über 1000, okay. Aber das hier auch noch, so. Da, da, da. Dann sind wir bei knapp 1000 bei jedem. Jetzt müsste ich hier nochmal bei den beiden auf 1000 kommen. Einfach nochmal ein paar Upgrades kaufen. Das wäre es ja auch fertig.
reicht aber auch hier. Ihr wart eigentlich hier drauf, weil hier kostet es am meisten, komischerweise bei den Newspapern, weil diese Zeitschriften oder die Zeitungen auf andere Sachen eine Auswirkung haben. Ich warte ja also bis wir auf 100 sind. Komm. Naja, ist doch ein bisschen. Vielleicht ein Upgrade kaufen? Nee, jetzt bin ich ja fast schon dabei. Die zwei kann ich noch abwarten. 99, komm. 100, so, wuff. 777.000 Profit alle Zeitschriften. So, jetzt kann ich hier natürlich auch auf 1000. So. Und alle Profite mal 2 jetzt. Das läuft gut, das geht ziemlich schnell. Und die Investoren, die knallen hier einfach nur so rein, innerhalb von Sekunden. So, nehmen wir auf den Mond. Auf den Mond dauert es ein bisschen länger. Da habe ich auch gestern zurückgesetzt, aber ich habe noch nicht alle Investoren erreicht. Ich meine, ich könnte jetzt zurücksetzen, aber das spare ich mir einfach. Stattdessen kaufe ich mir keine Upgrades. Mhm. Gucken, ob man hier noch auf Maximum kaufen könnte. Eins. Mhm. Gut, also das kann ich mir jetzt wirklich sparen hier. Ja, auf dem Mond läuft irgendwie in letzter Zeit langsamer als zum Beispiel auf dem Mars. Hier auf dem Mars läuft es richtig gut. Hier könnte ich wieder meine Profite maximieren, also verdoppeln. Das spare ich mir jetzt auf, denn ich habe hier wieder genug Investoren. Habe ich auch gestern zurückgesetzt. Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte. Ich glaube, ich habe so 18 Nonillion irgendwie dazu bekommen. Und jetzt ist das schon Decillion. Also setze ich zurück. Gehe auch hier wieder auf Maximum. Zack, kaufen, zack. Den Manager dazu und die Kohle flattert rein. Kopiere ich hier wieder in den Stapel, wieder die paar Manager dazu. Und jetzt die restlichen. Zack. So, jetzt kopiere ich die Upgrades. Ah, ich habe noch Angel Upgrades. Die habe ich nämlich gar nicht verwendet, siehst du? Hast du vergessen. So, an das Hillion, so glaube ich noch nicht. Okay, noch Cash Upgrades, die können wir auch noch holen hier. So, komme ich erstmal durch. So, jetzt könnte ich schon auf Deploy gehen, aber ich warte dann noch eben. Hier ist natürlich ein bisschen schwieriger, alles auf eine Ebene zu bekommen, weil die Terraformer natürlich weitaus teurer sind. Aber gut, wir haben jetzt die. Ich komme hier durch. Und da und zap. So, jetzt kommen noch ein paar Upgrades. Tretrigimbo. Kann ich gar nicht aussprechen. Cool, kann man die auch sparen. Jetzt gehe ich auf Deploy. Da unten wird es natürlich dauern. Und ich habe schon wieder Unmengen Investoren. Ich kann schon wieder zurücksetzen, wie man sieht. Antisilia, schon wieder. Wahnsinn. Also hier geht es wirklich mittlerweile richtig schnell. Man muss nur einmal diese Hürde schaffen. Wo es wirklich lange dauert und wo man halt auch ein paar Investoren dazu bekommt. So wäre es natürlich auch beim Event. Da gucken wir gleich nochmal rein, wie es da läuft. Aber ich glaube, da kann ich immer noch nichts kaufen. So, das war's gewesen. Von wieder 87 kaufen. Profite erhöht. Ich kaufe jetzt nochmal alles durch hier. Upp. Der klickt. So. Wieder zum Event. Ja, ich hätte auch über diesen Schnellklick-Knopf da das machen können. So, wie man sieht, ich kann hier immer noch nichts kaufen. Ich muss hier auch, wie gesagt, auf 22 oder 30 kommen, weil das glaube ich kommt gut von den Unlocks. 20! Minimum auf 20. Also brauche ich noch schätzungsweise 38 Millionen. Das kostet die 18 Millionen und danach wird es so um die 20 schätze ich mal kosten. Ja. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Das war es eigentlich soweit. Ich wollte es nur mal kurz zeigen. Ja, schade, dass ich erst so spät eingestiegen bin. Andere sind wahrscheinlich schon weiter oder haben es gar nicht gemacht. Irgendwie. Das Event gefällt mir trotzdem mit so am wenigsten, muss ich leider sagen. Naja, demnächst wird wohl, was wäre das nächste Oster-Event? So in ein, zwei Monaten würde dann wohl kommen. Und dann gucken wir mal da rein. Und ja, danke erstmal fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Zocken, was auch immer ihr spielt. Und dann bis zum nächsten Mal. Also, ciao.